Normalerweise geht man über den roten Teppich beim Festival und bei uns über den grünen Rasen. Diese Mauer zwischen Bühne und Publikum zu eliminieren, was sehr, sehr schwer ist. In Grafenegg gelingt das. Und dann trifft man sich auch vor dem Konzert. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die bis zur letzten Sekunde vor dem Konzert noch im Rasen stehen und mit dem Publikum plaudern. Und diese Nähe, diese Verbundenheit zwischen Publikum und dann ausübenden Künstler, das ist ganz entscheidend. Und das macht Grafenegg einzigartig. Es ist wunderbar, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt nach Grafenegg kommen und so gerne nach Grafenegg kommen. Wenn sie zu ihren Kollegen sagen, was du warst noch nicht in Grafenegg? Oh, etwas nachzuholen.